Der Kapitän der italienischen U21-Nationalmannschaft ist an der Weser angekommen. Innenverteidiger Luca Caldirola kommt von Inter Mailand und unterschreibt einen 4-Jahres-Vertrag bei Werder Bremen. Nach dem Abgang von Sokratis zu Borussia Dortmund lasten auf Caldirolas Schultern bereits große Erwartungen. Sokratis ist ein großartiger Spieler. Als ich hier unterschrieben habe, war mir das aber bewusst. Sonst wäre ich nicht nach Bremen gewechselt. Auch Caldirolas eigene Ansprüche sind also hoch. Mein Vorbild ist Alessandro Nesta. So zu werden wie Nesta, das ist mein Traum. Genau wie sein Landsmann in der Abwehr der Nationalmannschaft Italiens, so will auch Caldirola bei Werder Verantwortung übernehmen. Ich will die Defensive führen. Schließlich war ich bereits in Italiens U21 Kapitän. Dafür aber muss ich Deutsch sprechen, weil die Kommunikation mit meinen Mitspielern wichtig ist. Die Sache erleichtern dürfte Caldirola das eine Jahr, in dem er in seiner Schulzeit die Sprache seiner neuen Heimat schon gelernt hat.